Ey, was wollt ihr von den Bildschirmen eigentlich? Seid ihr schon wieder da? Ja, ich kenne euch schon, ihr kleinen Assis. Ihr wollt doch nur, dass ich hier weiter faile, oder? Und das wird wohl auch so sein. 9-4. Übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, ist, jeder Level ist anwählbar, weil ich in den Welten alle Starcoins hab. Immer wenn ihr in einer Welt alle Starcoins habt, dann habt ihr Zugang zu der Neuner Welt, die dazugehört. Das gehört wohl zur Wüste hier. Und ich erinnere mich auch an dieses Level. Ich weiß, dass ich hier sehr, sehr lange gehangen bin. Also habt ihr schon mal euer Ziel erreicht, Leute? Ich werde weiterfällen. Oh mein Gott, nein, nein. Ich will das alles nicht. Muss ich etwa klein sein? Och nö, oder? Oh mein Gott, what the fuck geht hier ab? Ich will das nicht. Bam, 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 bam. Oh, wait a minute. Jetzt, da ich hier die Eisblume habe und so ein Scheiß, fällt mir gerade was auf. Und zwar gibt es hier eine Starcoin, die ist richtig dreckig. Da musste man irgendwie eine Piranha einfrieren. Und dann konnte man in eine Röhre, wo dann die Starcoin war. Das war doch hier, ne? Ja, natürlich, wo sonst? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und gleich geht der richtige Scheiß los. Genau, Das sind so Plattformen und die gehen nach unten, wenn zu viel Ballast drauf ist. Deswegen immer diese Schweine runterschmeißen. Ach, schon bei zwei? Ja, toll. Immer weg damit. Nein, Fixer. Und warum habe ich die andere Blume schon genommen? Ich bin doch auch ein Idiot. Und ich bin noch ein größerer Idiot. Verdammt. Scheiße. Die Starcoin ist auch dreckig. Da brauche ich die Hilfe von denen. Hier draufstellen am besten, dann sterben die gleich, oder? Nee, tun sie nicht. Komm schon, komm schon. Gib mir die Starcoin. Danke. Wow, hau ab. Blödes Viech. Ist irgendwie was versteckt? Nee, ne? Nee. Runter, 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 runter. Läuft gut für den ersten Versuch, aber die letzte Coin wird ein Problem. Und oh, ja, stimmt. Ich darf meine Eisblume ja gar nicht verlieren. Also, kein Scheiß jetzt. Powerblock mitnehmen. Ich glaube, man benötigt ihn nicht, aber mitnehmen kann ich ihn ja mal. Wenn zu viele von diesen Bob-Oms hier sind, dann knall ich denen das Ding auf den Kopf. Runter da. Jetzt knall ich einfach mal drauf. Verdammt. Ich habe damit die Piranha getötet. Weil die war's nämlich. Nicht wahr. Okay, Leute. Den verfickten blauer Powerblock liegen lassen. Er ist böse. Jo, das ist jetzt mein, was weiß ich, wievielter Versuch, Leute. Ich werde schneiden, weil das ist ja ein Side-Scrolling-Level. Oh mein Gott, gib mir die Münze. Das da. Oh, danke. Und deshalb ist es ziemlich schwierig, das jetzt gut zu kommentieren. Und ich kann ja auch nicht beschleunigen. Ich muss ja hier warten, bis das hier vonstatten geht, alles. Deshalb schneide ich das. Die Fails sind auch nicht wirklich lustig gewesen. Ich bin eigentlich immer bei der Münze gescheitert. Also die zweite. Und jetzt darf ich erstmals wieder hier diese probieren. Ich denke, hier wird das große Problem sein, dass. Nein, ich fasse hier nicht an. Dass die Bob-Bombs mich zu weit runterdrücken und ich nicht mehr hochkomme. Deswegen so schnell wie möglich umbringen, diese Bastarde. Okay, hat geklappt. Ich gebe ehrlich zu, dass dieser Eisball jetzt getroffen hat, war nicht geplant. Das war Zufall. Aber ich nehme das sehr gerne an. Und ich habe die letzte Münze und dieser Schwachsinn ist jetzt damit vorbei. Ich habe nicht so viel gefailt wie bei meinem ersten Durchspielen, aber mehr als ich normal tue. Ihr seht es auch an meinen Abzahlen. Hin und wieder habe ich einen One-Up-Pilz bekommen. Also es sind mehr Fails, als da oben steht. Ich glaube, ich habe 8-mal gefailt. Ja, so über den Daumen müsste diese. Achtmal. Müssen diese 8-mal stimmen. Und es kann eigentlich nur schlimmer werden in 9,5. Und da schneide ich dann wieder mal nicht. Also, da wird es dann Fails geben. Bis dann ist es auch wieder. Oh nein. Es ist das Level, an das ich gedacht habe im ersten Part. Ich konnte mich ja an zwei erinnern und das ist eins davon. Nee, also da bin ich ja auch jetzt erstmals nicht in der Laune, die Musik mitzusummen. Denn da kommt mir die Galle hoch. Fick dich. Fick dich einfach nur. Du Dreckiger. Hier müsste es aber auch Pinguin-Anzüge geben. Oh Gott sei Dank. Immerhin etwas. Dann rutsche ich nicht so sehr.
Nein, 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 nein. Das ist Qual jetzt. Also insgesamt gesehen ist natürlich die Welt neu in New Super Mario Bros. Wii einfacher als in den anderen Mario-Spielen oder in Donkey Kong. Aber leicht ist sie deshalb noch lange nicht. Und eben, dass man die Star Coins sammeln muss, oder dass ich sie sammle, tue, um 100% zu erreichen, das ist schwierig, nicht ob hier war eine, ja. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Die Level durchzuschaffen, das ist recht möglich, möchte ich sagen. Mit ein paar Versuchen. Also man braucht eigentlich nicht so viele Fails, um das zu schaffen. Aber mit den Starcoins, denke ich, ist es dann schon eine etwas schwierigere Aufgabe. Und ich weiß auch ganz genau, wo die letzte Starcoin ist, denn dieses Level habe ich mal im Livestream versucht. Nicht geschafft, übrigens. Die dritte ist am schwulsten. Man benötigt auf jeden Fall Eis dazu. Man muss diese Fuzzies hier einfrieren. Ich glaube, den großen kann man nicht einfrieren, ne? Doch, kann man. Den hier einfrieren und dann noch den hier. Was nicht geklappt hat. Der taut gleich auf. Hallo, der taut gleich auf. Aber gut, hier ist, glaube ich, was Neues. Ja. Gut, habe ich nochmal eine Chance. Ich entscheide mich, denke ich, auch eher jetzt halt mal für einen dieser Blöcke. Den hier. Genau. Okay, Assi getroffen. Den nochmal einfach, damit man keinen Ärger macht. Jetzt muss ich da drauf landen. Was ich nicht schaffe, weil ich ein Idiot bin. Ein dummer Noob. Ja. So kann das jetzt ein bisschen dauern, Leute, ne? Also da muss wirklich alles stimmen. Ich darf jetzt auch keine Risiken eingehen. Das wird lustig. Sehr lustig. Ja, ein, du kleiner Wichser. Und jetzt lande auf ihm richtig, Mann. Mario, komm schon. Ja, 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 so ist gut. Und so ist es perfekt. Okay, 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 okay. Den Scheiß haben wir. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Genau, so dreckig geht's weiter. Und das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Oh, warum so leichtfertig? Okay, einen von euch kann ich aber umbringen. Ja, das war klar. Moment mal. Ha. Ich kann doch noch einen töten. Aber ich rutsche, verdammt nochmal. Okay. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein crazy Gott. Oh, ich hab Panik, ich hab Panik. Und ich hab große Panik. Und ich hab mega Panik. Und ich bin ein Vollidiot. Das darf nicht wahr sein. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht. Oh, oh mein Gott. Ich hätte kein Power-Up mehr. Pilz, bitte nur Pilz. Ich will nur Pilz. Ich bin so ein Noob. Nein, das war meine letzte Hoffnung. Wait a second. War da unten nicht ein Pinguin-Anzug? Ist der noch da? Oh mein Gott, oh mein crazy shit. Nein, der ist natürlich weg, der ist natürlich weg. Natürlich ist er weg. Eine Option wären die 8 roten Münzen, aber das ist Wahnsinn hier. Fuck, ich schau mal, wo sie rauskommen. Vielleicht ist es ja doch ganz möglich. Vielleicht muss ich auch nur dann mit dem Ding fahren. Das wäre eine Option. Ach Gott. God damn. Wenn der weg ist, dann aktiviere ich einfach mal. Okay. Nee, wird nix. Nee, 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 nee. Vergiss es. Vergiss es. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wie kann man das nur verkacken? Von einem Koopa eingeleitet. Von einem Koopa, Leute. Ja? Ich rutsche ohne Ende. Also erstmal ganz ruhig hier hoch. Okay, das hat schon mal geklappt. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist das hier, weil das rutschig ist. What the hell? Okay, das kann man jetzt durchaus positiv sehen. Dass hier ein Koopa wieder ist. Denn mit dem kann ich den Bastard hier killen. Und schaff's nicht. Weil ich dumm bin. Und 1A. 1A gelöst. Yes! Größter Fail, den ich im... Ach, fick dich. Mann! Scheißdreck! Dieser blöde Schwachsinn! Fick dich, du kleine Hundsohn. Fick dich! So, der ist tot. Ich dachte, da hat mir mein Arsch aufgeschlitzt.
Zieh den Pilz rein, du Wichser. Komm, bitte, 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 bitte. Ich halte jetzt sonst nicht aus. Leck mich am Arsch. Das gibt... Was war das? Was zur Hölle war das? Diese Scheißviecher, verpflicht euch! Oder ich rotte euch aus! Münzen her, sofort! Münzen her! Jetzt bin ich aggro. Kannst mich mal. Ohne den Rotter, Münzen her! Spast. Und die zweite, die kommt gleich, ne? Ne, 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 ne? Ja! Lass mal den Spaß da weg, okay. Oh, geht auch! Ist das so schwer oder was? Alter! Also. Ja, nee! Junge! Du musst doch dann nur einen Wandsprung machen! Das kann doch nicht sein, dass du dir nicht. Dass du es nicht hinkriegst, Alter! Also. Auch da! Ah, goddamn! Wichser! Natürlich ist jetzt meine Ausdrucksweise gerade mit allerletztes, tut mir leid, aber ich bin wirklich erregt. Und wer jetzt an Zweideutigkeit denkt, der fühlt hier nicht mit. Denn SEX ist das Letzte, an was ich gerade denken kann. Verpiss dich und du blöde Schwein. Erstarre! Was willst du eigentlich? Du kleiner... Spaß mir. Frier ein! What the fuck? What? Ja, warum habe ich denn den... Oh, Mann! Ich mache jetzt einen Attentat auf den. Ich mache jetzt einen Attentat auf den. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Du kleiner Spast! What the fuck? What the fuck? Was zum Teufel habe ich eigentlich gerade hier getrieben? Ich will dich einfach nur umbringen. Ich will dich leiden sehen. Deine Mutter, die ist so... Wie ist das gerade skillig? Das nicht mehr. Ach komm, was... Das, warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Es gibt Dinge, die kann man nicht. Warte zum Beispiel. Aber warum kann ich das nicht? Es geht nicht über den Kopf. Ich verstehe. Ja, ja, ja. Na gut, müssen wir nichts. Ist mir nichts. Ich bin nicht bei ihm. Hallo! Taut er auf? Natürlich taut er auf! Weg da! Oh mein crazy shit! Ach, das wird noch eine Endlosschleife hier. Das wird nicht aufhören so. Aber immerhin habe ich jetzt Platz. Dann springe ich jetzt nicht mehr bei dem Fettwanz hier ab, sondern einfach hier. Du Frieden. Ja, ja! Okay. Mach keinen Scheiß. Okay. So, und jetzt ist vorbei. Jetzt schaffe ich es. Und du, mein kleiner Freund, du machst keine Scheiße mehr. So, einen nach den anderen killen. Oh ne, wisst ihr was? Ich spring gleich einfach ins Ziel mit die Schnauze voll. Ja, du Wichser, du kriegst eigentlich in die Mitte. Schluss jetzt! Mann! Aus, Ende, Schluss! Nein, keine Spielchen mehr. Ist mir völlig egal. Ich will einfach nur ins Ziel. Finito! Finito! Kurve! Gleich den nächsten Schmarrn her. So, hat es das hier? Hat es das hier? Hä? Sag's mir. Ist es das andere Level, an das ich gedacht habe? Hä? Nein. Und das kann ich mich nicht mal erinnern, what the hell? Was ist denn das hier? Ba, ba, ba. Was geht hier ab? Ja, ja, ich sehe schon. Man muss immer im richtigen Moment springen und so einen Schmarrn. Ansonsten landet man in der Lava. Mhm. Was da unten? Ah ja, gleich mal die erste Starcoin, immerhin. Du, 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 du. Sehr lustig, sehr spaßig, das ist, was ich brauche. Und der erste Dev ist lächerlich.
Ist mir wurscht. Trotzdem habe ich bei dem Level ein gutes Gefühl. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dafür werde ich jetzt nicht so lange brauchen. Oder? Ich hab gerade mal 100 Meter von dem Ding gesehen. Und habe schon ein gutes Gefühl, ist klar. Na gut, andererseits weiß ich nicht, wie lange es ist, ne? Kann man ja nicht sagen. La 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 la. Das längste war bis jetzt das im Wasser und das war verdammt knapp. God damn it. Okay. Den P-Switch brauche ich doch auf alle Fälle für eine dreckige Starcoin, oder? What the fuck? Nö. Okay, ich brauche ihn nicht für eine Starcoin, aber für etliche blaue Münzen, worauf ich kacke. Und nein! Nicht der! Nicht der! Geh weg! Aber er kommt gleich wieder. Also los, weg, 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 weg. So weit wie möglich kommen, wenn der weg ist. Und what the hell? Geh weg, da! Brauch die Starcoin. Und zwar schnell, bevor der Lava wieder kommt. Oder der Dreckskerl. Da ist er schon wieder. Ah, oh, du kleiner Asozialer. Komm nur her, Mensch. Weg, 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 weg. What? Ist nicht dein... Fuck! 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 Ein scheiß Millimeter! Ein verdammter Millimeter! Das... Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist so unverdient. Ihr könnt mich alle! Mit eurem Scheiß hier! Das ist lächerlich einfach. Das hier ist noch lächerlich einfach. Deswegen gehe ich hier jetzt auch ab. Ich hab jetzt keinen Bock mehr zu spielen. Denn ich will das jetzt schaffen, weil ich besser bin als diese Entwicklerschweine. Übrigens, niemand ist besser als die Entwickler. Warum, das werde ich euch noch im allerletzten Part zeigen. Ich zeige euch dann nämlich nochmal alle Bonusfilme, die man mit den Starcoins kaufen kann. Und da ist einiges dabei, das ist ziemlich skillig, das weiß ich noch. Wir schauen uns das einfach nochmal gemeinsam an. Wahrscheinlich noch mit Caleb. Und dann wird das hier... What the hell? Das war nicht geplant. Ging glimpflich aus, okay. Schauen wir uns das nochmal alles an und staunen dann über den Wahnsinn. Bitte schaff es dieses Mal. Verdammt! Okay. Goddamn! Verpiss dich! What the fuck? Scheiße, komm schon, der Wichser kommt. Damn it! Ja, bleib doch ruhig nochmal stehen, Arschloch. Glück! I can't believe it! Ba, ba. What? Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, wobei, ist einfacher als es aussieht. Okay, ja. Ja. Ey, komm, versuch's einfach mit dem Sprung. Oh mein Gott! Okay. Warum kommst du jetzt schon wieder? Warum kommst du wieder? Verpiss dich, geh nach Hause. Ich will hier keiner sehen. Ja, hallo? Und wie soll ich das jetzt lebend schaffen? Das ist gay. Das ist gay. Und das kann nicht deren Ernst sein. Hätte ich doch jetzt bloß einen Fliegenpilz. Okay, ganz ruhig. Ja! Schluss! Ein Ziel, ein Ziel. Oh mein Gott. Nicht atmen. Bye.